Sonnenklar TV live vor Ort. So, jetzt freue ich mich natürlich auch auf die Live-Schalte, die jetzt stattfindet. Marc Rasch, unser lieber Kollege, ist auf Teneriffa, und zwar auf der World Voyager, und genießt da die Sonne und genießt das Ambiente auf diesem wunderschönen, feinen Schiff. Und ich habe heute alle Schalten mit angesehen, extra, ja, weil ich auch noch mal alles genau im Detail wissen wollte. Und ich bin echt begeistert. Also ich meine, das ist schon eine Reise, die Sie hier buchen können. Die gibt es auch nur zu einem Termin. Und zwar von Curaçao dann nach Teneriffa. Und ich glaube, heute sogar beginnt die Reise von Teneriffa dann nach Curaçao. Und Marc wird gleich weitere Informationen für Sie haben. Und ich höre gerade, die Schalte steht. Marc ist vor Ort. Und ich grüße dich ganz herzlich, lieber Marc. Und freue mich, dass ich dich heute auch noch mal live hier begrüßen darf. Hallo, liebe Sandra. Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, dass es zu Hause, glaube ich, 3 Grad hat und hier wunderbare 26 Grad. Und zwischendurch zeigt sich immer die Sonne, ein paar Wolken am Himmel. Also ein richtig schönes Bild, was wir hier erleben auf Teneriffa. Ja, das ist das Gute auf den Kanaren. Das ist ja ein ganzjähriges Reiseziel. Ich meine, das macht natürlich immer Laune. 4 Stunden Flug und dann stehst du schon in der Sonne bei angenehmen Temperaturen. Ja, und ich sehe auch schon, es ist auch ein ganz schöner Blick. Ich habe das vorher übrigens sowas von gefeiert. Du warst ja auf dem Tisch. Es hat alles so, ja, so entspannt ausgesehen, so hochwertig. Und das ist ja das, was die World Voyager ausmacht. Ein kleines, feines Schiff und einfach eine Premium-Kreuzfahrt. Beschreib da mal viele Urlauber, die jetzt erst hier zugeschaltet haben, welche außergewöhnliche Reise mit diesem Schiff hier auf Sie wartet. Ja, es geht von Curaçao aus nach Teneriffa, also eine Transatlantik-Tour. Und vor diesen 15 Nächten an Bord dieses Schiffes, der World Voyager, warten noch 5 Nächte Karibikurlaub auf Curaçao. Flüge sind alle mit dabei, also alles bestens organisiert. Und so schön es garantiert im Hotel auf Curaçao ist, das hier ist etwas wirklich ganz, ganz Besonderes, was ich so in dieser Form noch nie vorher gesehen habe. Ich kenne ja einige Kreuzfahrtschiffe jetzt auch schon durch diese lange Zeit bei Sonnenklar TV. Aber das ist wirklich etwas sehr Exklusives, etwas sehr Feines, etwas sehr Familiäres, Persönliches durch diese nur 98 Kabinen, die es hier an Bord der World Voyager gibt. Also im Höchstfall, und das wird fast nie erreicht, sind 200 Passagiere an Bord. Warum wird es nie erreicht? Weil auch viele Alleinreisende diese Kreuzfahrt machen. Weil Alleinreisende sagen, hey, gerade bei dieser persönlichen, familiären Atmosphäre, da kommt man ja auch immer schnell in Kontakt mit anderen. Und dementsprechend sind gerade mal, selbst wenn es ausgebucht ist, immer so um die 180, 185 Gäste an Bord. Und das macht es wirklich wahnsinnig außergewöhnlich. Ja, und das ist es ja. Wir haben anspruchsvolle Urlauber, die gerade auch so ein familiäres Konzept feiern. Und das ist ja das Wunderbare, dass das alles auf einem ganz, ganz hohen Niveau stattfindet. Und gerade auch für deutsch sprechende Gäste so konzipiert ist. Deswegen, Marc, wir sind ja hier, wie du es gerade beschrieben hast, 15 Nächte an Bord von Curaçao, dann auf dem Weg nach Teneriffa. Beschreib doch mal, was für Möglichkeiten haben denn unsere Urlauber dann innerhalb der Zeit? Was gibt es an Bord alles? Was ist besonders? Also besonders ist eben tatsächlich dieses pure Kreuzfahrtgefühl auf allerhöchstem Niveau, was man hier erleben kann. Also ganz bewusst setzt die World Voyager nicht darauf, die 16. Wasserrutsche an Bord zu haben oder eine Welle, auf der man reiten kann oder sonstiges. Das ist alles hier nicht der Fall und das ist auch gut so. Das ist so gewollt, denn die Geschmäcker sind ganz unterschiedlich. Und hier möchte man Kreuzfahrtgäste ansprechen, die die Kreuzfahrt auch noch in den Mittelpunkt stellen und trotzdem auf dieses hochwertige Luxus-Kreuzfahrtgefühl nicht verzichten möchten. Hier habe ich überall Wasser. Also klar, hinter mir die 2 Whirlpools und der Pool, ganz, ganz geschützt, windgeschützt. Aber ich stehe hier 2 Meter von der Reling entfernt. Hier in diese Richtung sind es, ich weiß gar nicht, 20 Meter. Also ich spüre überall das Wasser. Und das nicht nur in den Außenbereichen, auf den verschiedensten Decks, wo es Lounges gibt, wo es die Außenterrasse gibt vom Restaurant, sondern auch natürlich in den Innenbereichen, weil das nächste Fenster ist immer in Sichtweite. Und natürlich gibt es auch hier ein Auditorium, wo man Platz nehmen kann, wo es Vorträge gibt, wo es verschiedene kleine, ja, nicht Shows ist das falsche Wort, aber wo es
etwas geboten wird. Und das ist eben der Fokus. Ich habe hier dieses exzellente Kreuzfahrtvergnügen mit einer Wahnsinnskulinarik. Also ich habe noch nie so lecker gegessen auf einem Schiff. Und ich war tatsächlich schon auf einigen. Das, was ich hier die letzten Menüs erleben durfte, war außergewöhnlich. Ja, das ist ja auch noch wichtig, dass die Kulinarik stimmt. Denn ja, wenn man länger an Bord ist, dann ist es ja auch immer so schön, sich aufs nächste Essen schon mal zu freuen. Und wenn du schon das Essen jetzt ansprichst, Marc, wir haben ja hier bei diesem fantastischen Angebot sogar noch ein geniales Getränkepaket mit dabei. Wie läuft's da ab und konntest du da schon ein paar gute Getränke probieren? Oh ja, also das lohnt sich wirklich. Vor allen Dingen nur bei Sonnenklar TV ist das exklusiv mit drin. Also wenn man eine vergleichbare Reise direkt bei Nico Cruises buchen würde, die sind ja Betreiber dieses Schiffes, der World Voyager, dann hätte man das nicht mit drin. Also zumindest schon mal hier offene Weine ist mit drin, Fassbier ist mit drin, verschiedene andere natürlich antialkoholische Getränke, Heißgetränke sind mit drin. Also das macht es sehr viel einfacher. Vor allen Dingen, weil gerade bei der Transatlantik-Route auch ein paar Seetage mit dabei sind. Da ist man ein bisschen längere Zeit an Bord und umso besser, dass man da wirklich für den ganzen Tag bis in den späten Abend hinein die Getränke mit inklusive hat und das dann alles genießen kann. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Bars. Es gibt innen eine Lounge, eine Hauptlounge, dann gibt es eine Saftbar. Hier unten haben wir nochmal eine Bar in dem Bereich. Da gibt es übrigens auch nochmal ein kleines ein kleines Restaurant, wo man sich Snacks holen kann. Ich befinde mich ja auf dem obersten Deck hier gerade, wo es auch so einen Joggingpfad noch gibt. Da hinten gibt es übrigens einen Hubschrauberlandeplatz sogar. Also wer mit dem Heli einreisen möchte, kann das auch gerne tun. Und alles hochwertig. Das ist so wirklich das, was wofür, wie ich finde, die World Voyager steht, dass es Kreuzfahrtgäste anspricht, die genau das suchen und genau darauf auch Wert legen. Perfekter Service, leckeres Essen, persönliche Atmosphäre, Kreuzfahrtvergnügen im Vordergrund, das Meer sehen, spüren, riechen, schmecken, all das ist hier gegeben und die Gäste sind hier genau richtig an Bord. Ja, und genau um das geht's hier bei dieser Reise. Das ist Genuss pur, so wie du es auch beschrieben hast. Und das mit bester Qualität versehen, familiäre Atmosphäre und dieses, ja, wirklich noch Kreuzfahrterlebnis. Das hast du echt, da habe ich ein richtig schönes Bild dazu. Das macht einfach diese Reise so besonders. Also ich finde auch, das ist ein außergewöhnliches Angebot. Du hast heute erzählt, ich glaube, morgen geht's los, oder? Da startet die Reise jetzt von Teneriffa nach Curaçao. Und unser Angebot ist dann wieder für die Rückfahrt geplant. Am 23.03. dann von Curaçao nach Teneriffa. Ist das richtig? Ganz genau. Also ich habe im Moment ein leeres Schiff. Also das wird hier gerade auf Vordermann gebracht. Die Gäste, die bisher mit der World Voyager unterwegs waren, die sind heute Vormittag alle von Bord gegangen. Also ich bin praktisch der einzige Gast. Ansonsten ist nur Personal an Bord. Und da wird jetzt natürlich nochmal geschrubbt und da werden die ganzen Kabinen natürlich nochmal desinfiziert, da wird natürlich auf Hygiene sehr, sehr viel Wert gelegt. Es wird alles für die neuen Gäste vorbereitet. Und dann geht es genauso, wie du sagst, Sandra, auf große Tour, praktisch Transatlantik Richtung Karibik. Und in den Wintermonaten ist die World Voyager dann in der Karibik unterwegs. Und dann mit dem Angebot, was wir jetzt präsentieren, geht es am 23. März erst 5 Nächte ins Hotel, dann 15 Nächte an Bord. Und übrigens, die ganzen 20 Nächte hat man dann im Prinzip natürlich all inclusive. Ja, das ist echt cool. Also so, letzte Frage. Ich danke dir für all die Informationen. Kommst du wieder zurück zu uns nach München oder fahrst du mit? Wie ist das Programm bei dir? Also ja, mal unter uns. Also wenn Sie mich lassen, dann würde ich durchaus hier noch an Bord sein. Mal schauen, wieder zurück. Wie ich das mal regle. Also das gefällt mir hier richtig gut an Bord. Und wenn du mich so fragst, ich spreche mal mit unserem Geschäftsführer, ob ich vielleicht bleiben kann. Ja, schau du mal. Also ich freue mich, vielleicht sehe ich dich noch vor Weihnachten. Herzlichen Dank, lieber Marc. Und hab noch eine gute Zeit und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Und wir schauen uns gleich die Bilder an. Dann haben Sie jetzt schon vielleicht Ihre nächste Reise im Blick. Denken Sie dran, ein Termin am 23.03.23. Aus diesen Bildern werden Reiseträume gemacht. Sammeln Sie Erinnerungen, Eindrücke, Erlebnisse in der wunderschönen Karibik. Ein paar Tage auf Curaçao, gefolgt von einer Kreuzfahrt mit Nico Cruises.
An Bord der kleinen und luxuriösen World Voyager werden sie zum Weltreisenden. Es geht über den großen Teich bis nach, nun ja, sehen Sie selbst. Doch von Anfang an. Ihr dreiwöchiges Abenteuer beginnt auf Curaçao, eine der drei niederländischen ABC-Inseln. Nahe am bunten Willemstad erwartet man sie im 4-Sterne Sunscape Curaçao Resort and Spa. 5 Nächte in einem Deluxe-Zimmer sowie sonnengeküsste Tage am Pool und am flach abfallenden Sandstrand versetzen Sie sofort in den Urlaubsmodus. Stellen Sie sich auf ungefähr 30 Grad Celsius und viele All-Inclusive-Schlemmereien ein. 3-mal täglich Buffets und Getränke rund um die Uhr sind inbegriffen. In den 4 à la carte Restaurants eröffnen sich Ihnen auf Wunsch noch mehr kulinarische Themenwelten. Besuchen Sie zwischendurch gerne mal Willemstad. Die schmalen, farbenprächtigen Kolonialbauten erinnern stark an die Hauptstadt der Niederlande, Amsterdam. Nach einer Nacht im Hafen fährt die World Voyager schließlich von hier aus los. Ihr neues Zuhause bringt sie zuerst nach Grenada. Auf der sogenannten Gewürzinsel der Karibik weht Ihnen gern mal der Duft von Muskatnuss, Vanille oder Zimt in die Nase. Das nächste Paradies folgt sogleich. Mit St. Vincent und den Grenadinen begrüßt sie ein weiteres exotisches Inselreich. Danach treibt Barbados ihre Glückskurve weiter nach oben. Der Geburtsort von Rum und Rihanna punktet mit malerischen Küsten und schroffen Felsen. Ein wahrer Augenschmaus, egal wohin man blickt. Bei der folgenden Atlantiküberquerung können Sie es sich mit Ihrem umfangreichen Getränkepaket an Bord gemütlich machen. Unser Geschenk an Sie. Währenddessen steuert der Kapitän 2 Häfen abseits des Mainstreams an, die zu den Kapverden gehören. Früher portugiesische Kolonie, heute afrikanischer Inselstaat und Geheimtipp im Atlantik. Probieren Sie unbedingt die kreolische Küche, zum Beispiel Cachupa, einen deftigen Eintopf, oder die ebenso schmackhaften Fischgerichte. Und tauchen Sie ein ins tiefe Blau. Für Reisetag 21 müssen Sie sich auf ein wenig Herzschmerz gefasst machen, wenn Sie auf Teneriffa von Bord gehen und den Heimflug antreten. Doch nicht ohne wundervolle Bilder im Kopf. Wie versprochen solche, aus denen Reiseträume gemacht werden. Das sind echt Reiseträume, oder? Und genau deswegen sind wir hier, um uns diese Träume zu erfüllen. 23.03., dieser einzige Termin, an dem Sie hier starten können, ist jetzt buchbar mit der 235276.